Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Until Dawn. Im letzten Part, glaube ich, habe ich Emily getötet, aber das ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Wir haben ihre Leiche nicht gesehen, aber ich glaube es fast schon, weil den Sturz kann sie eigentlich nicht überlebt haben. Und ich habe Matt getötet. Der Tod von Matt stört mich bisher am meisten, weil der war so sinnlos, weil ich mich vertippt habe. Ich wollte eigentlich die Kreistaste, habe die Vierecktaste geklickt und schon war er tot. Naja, so geht's im Leben. So, genau. Sam, glaube ich, wurde auch vom, Killner geschnappt. Aber sie ist noch nicht tot. Hoffe ich, glaube ich. Aber sie ist wahrscheinlich nackt. Jetzt dürfen wir wieder mit Ashley und Chris zocken und schau mal, wie es weitergeht. Die sind gerade im Haus und suchen Sam. Oh! Oh, ist das wirklich passiert? Verdammt, was ist denn hier bloß los? What the fuck? Okay. Das lasse ich jetzt jeder mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht... Was? Chris, ich wollte nur sagen, was da in dem Schuppen passiert ist. Ich weiß, wie schwer das für dich war. Josh war dein Freund. Ashley, stopp! Nein, ich will nur sagen, ich... Danke. Danke, ich verdanke dir mein Leben. Was hätte ich tun sollen? Okay, ich musste dich eben einfach retten. Ich musste. Genau, weil er ein Rohr verlegen will. Auch wenn ich glaube, dass er das jetzt niemals wird, weil so traumatisiert wie du bist, hat sich's ausgeruht zwischen euch beiden. So. Ich habe keine Ahnung, ob jetzt hier neue Hinweise sind oder ob das alles beim Alten ist. Ich befürchte ja fast, dass ich hier nichts mehr tut. Ja, hat ich mir fast gedacht. Gut. Zu den beiden hatten wir aber einen Butterfly-Effekt. Nicht Butterfly-Effekt, eine Vision. Und zwar, dass Ash im Haus ist, Chris mit einer Schrotflinte oder ähnlichem ins Haus gestürmt kommt. So. Da unten sehe ich auf jeden Fall schon mal einen Hinweis. Den schaue ich mir noch an. Ah, okay. Kennen wir das schon? Ja, das kennen wir schon. Aber das kannten wir noch nicht. Josh mit seinen hübschen Schwestern Hannah und Beth. Ihr seht super aus, Leute. 2013. Ja, ihr seid jetzt auf jeden Fall ziemlich tot. Was wie ein Totem wäre mal wieder ganz nice. Gab's schon echt lang nicht mehr. Ja, klassisch. Alle Türen sind versperrt. Das kennen wir schon. So. Gibt's hier sonst noch was zu gucken? Und Chris, der da im Hintergrund rumstiefelt, macht mich auch irgendwie nervös. Ash, geht's dir gut? Ja, nur das... Ich weiß, du und Josh standet euch nahe. Chris! Los, suchen wir Sam, okay? Darauf konzentrieren wir uns. Aber ich meine, oh mein Gott! Ashley, jetzt! Hör auf, okay? Ich will nicht darüber nachdenken, was da passiert ist. Chris! Wir suchen Sam! Wieso musst du jetzt unbedingt darüber reden? Sieh mal hier! Chris, was ist dir passiert? Ich bin kein Forensikexperte, aber sie wurde anscheinend geworfen. Ach, wir sind im Kinosaal. Da konnte ich mich ja mit Sam vorher leider nicht umschauen. Also ein Kinosaal wäre natürlich auch ziemlich awesome daheim, Leute. Würde mir persönlich jetzt gar nicht so wenig gefallen. Aber... ich glaube, ich kann hier echt nichts mehr finden. Sag mal, was ist denn gerade los? Wieso gibt es hier keine Hinweise mehr? Chris, du stehst mir im Weg. Ernsthaft. Bro, schleich dich. Okay. Wow. Was soll das?
Die Ash ist mit den Nerven komplett am Ende. Nicht nur sie, auch ich. Da ist gerade ein Chris gespawnt. Und wir müssen wieder hier weitergehen. Da will ich nicht hin. Und mir am Arsch lecken. Ich befürchte, ich muss dahin, aber ich will nicht. Ah, Leute, Leute, Leute. Ja gut, dann wohl da. Das ist so abartig. Das ist wirklich gruselig. Ja, und vor allem ziemlich nervtötend. Jetzt lasst doch mal diese Jumpscares, Leute. Das macht mich gerade echt fertig. Warte mal kurz. Hast du das gerade gesehen? Hab ich was gesehen? Das, Chris, das! Welches das meinst du? Es war wie eine durchsichtige Gestalt. Wie ein Geist. Oh Mann. Ich meine es ernst. Warum glaubst du mir nicht? Ich hab das gesehen. Zählt das denn nicht? Das war die Hölle heute Nacht, okay? Du bist total fertig. Ich bin total fertig. Ich glaub nicht mal mehr, was ich sehe. Also ich hab's auch gesehen. Nein, du irrst dich. Es war da und ich bin mir sicher, Chris. Schon gut, schon gut. Vielleicht hast du etwas gesehen. Lass uns Ruhe bewahren. Oh, werden wir hier unten langsam irre? Woanders kann Sam nicht mehr sein, Ash. Warum können wir nicht einfach die anderen suchen und... Was, wenn Sam uns braucht? Wenn sie in der Klemme steckt? Oh Gott. Los geht's. Yay, wieder in den Keller. Uhu. Fand ich ja bei Sam schon eine total geniale Idee. Wo ist denn Chris hin? Chris? Oh, das ist gerade echt ein verdammt spooky Part schon wieder. Die ganze Zeit irgend so eine Scheiße. Wow, das kann doch nicht wahr sein. Was zur Hölle ist denn hier los? Wow. Oh Gott, hab ich mich erschrocken. Du bist dran gestoßen, oder? Bist du ich dran glaub, gestoßen? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Wie konnte hier... Da, Chris. Man sieht's durch die Fenster. Was denn? Mini-Einrichtung? Nein, eine ganze Szene mit Puppen und so. Ja. Was für eine kranke Scheiße. Ich schätze, du brauchst einen Schlüssel, um damit zu spielen. Wo könnte der Schlüssel sein? Kann ich das nicht einfach aufbrechen? Ich brauche einen Schlüssel. Gib mir den gottverdammten Scheißschlüssel. Okay. Ich sehe keinen Schlüssel. Chris, 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 der Geist! Was? Hast du das nicht gesehen? Nein! Du hast mit dem Handy gespielt, du Depp! Was twitterst du? Hashtag, wir werden von einem Geist verfolgt! Ash, komm runter, okay? Es ist kein Geist hier. Der Geist von wem? Du flippst aus wegen der Sache mit Josh. Hört einfach nicht auf, da war ein Geist und er sah aus wie Hannah! Oder wer wie Beth! Scheiße, Ash, was glaubst du? Die verfolgen uns jetzt seit der Seance? Oh, ich weiß nicht, vielleicht... Das tun sie nicht, weil es Geister gar nicht gibt, okay? Oh, okay, und wer hat dann mit uns gesprochen bei der Seance, Chris? Ich weiß es nicht. Kann ein Bild einfach so von der Wand fallen? Ja, das weiß ich auch nicht. Und ich will es auch gar nicht herausfinden, ehrlich gesagt. Die Tatsache, dass es hier Mörder gibt, damit kann ich ja noch leben. Hier war
Hier sind wir mit Ding reingelaufen, mit Sam. Also wie gesagt, die Tatsache, dass hier Mörder rumlaufen, damit kann ich ja noch leben. Aber jetzt auch Geister, ernsthaft, Leute. Too much. Hier ist kein Griff dran. Sackgasse. Brich's halt auf, du dumme Nuss. Die andere hat's auch geschafft. Na gut, ich will mich gar nicht aufregen. Komischerweise muss ich zu dem komischen Bild gehen. Na klar. Gleich erschrecke ich mich wieder. Aber der Schlüssel hätte mich tatsächlich interessiert. Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Und jetzt bitte einen Jumpscare. Ich kann das noch nicht mal anschauen. Hey, Schlüssel. Danke. Ha, na bitte. Da ist er wieder. Oh mein Gott. Da, da, Chris, jetzt sag mir nicht, dass du das nicht gesehen hast. Siehst du? Das ist, Du siehst es doch. Ich weiß nicht, ich... Das ist völlig verrückt. Chris, es zeigt uns den Weg. Ja, es zeigt uns den Weg. Ich glaube, Chris hat ihn jetzt auch endlich gesehen. Oh, das ist unglaublich. Ich glaube, der Geist wollte mir das zeigen. Wie, was? Wow. Was ist denn hier los? Oh Gott, sieht fast aus... Nicht nur fast, das seid ihr. Im Versteck, wartet auf Hannah. Letztes Jahr. Aber es ist genau, ich meine, genau da habe ich gesessen und da war Matt und... Das hat jemand aufgebaut, der dabei war. Oder jemand oder etwas, das uns beobachtet hat. Vielleicht ist es eine Warnung. Ich glaube, jemand hat das aufgebaut, um uns zu erschrecken. Nein, es war bestimmt der Geist. Das heißt, der Irre ist der Mörder von Hannah und Beth. Nein, das ist dieses Dreckschwein. Der treibt hier seine Spielchen mit uns. Warum sollte er das hier inszenieren, Chris? Er will uns sagen, dass er uns alle auch noch erwischen wird. Okay. Spooky. Das ist Hannahs Tagebuch. Okay. Die Einladungen sind raus, die Party findet statt. Ich hasse diese Warterei. Bis jetzt haben Ash, Matt, Sam definitiv zugesagt und noch nichts von Mike. OMG, Mike hat zugesagt. Er hat Josh heute angerufen. Stand eigentlich auf seiner Seite noch was? Ah, Mom hat endlich ja gesagt. Okay, sorry. Gut, Mike hat endlich zugesagt. Wuhu. Wenn alle zusammen hier sind, auf dem Berg, das wird so super. Kaminfeuer und Whirlpool. Und oh mein Gott, Mike, ich bin so begeistert, dass er hier sein wird. Ich kann das nicht lesen. Es ist so traurig, Chris. Ich muss aufhören, an ihn zu denken, aber ich kann und will nicht. Alter! Was war das? Das kam von da hinten. Nein, wir gehen jetzt noch nicht weg. Ich will gucken, ob da jetzt noch was drin stand. Okay. Ne, mehr stand da nicht mehr drin. Also die Puppen hat auf jeden Fall irgendein Perverser aufgestellt, weil die sind alle nackt. Und Chris läuft schon wieder vor. Der Kerl kann es einfach nicht abwarten zu sterben, sage ich euch. Und da dampft es aus der Türe. Jetzt kriegt es eine auf die Mütze. Nochmal ganz kurz in die Butterfly-Effekte. Weil irgendwie habe ich hier so... Na, nicht Butterfly-Effekt, sondern Totem. Irgendwie habe ich das Gefühl, das habe ich schon mal gesehen. Nein, das nicht. Nein, das nicht. Nein, den meine ich auch nicht. Nein, den auch nicht.
Den auch nicht. Nope. Nope. Der hier. Ich glaube, das ist schon passiert. Das hier passiert noch. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Okay, mich hat's gerade wieder megamäßig gerissen. Ich hasse Geister. Hey, sieh mal hier. Sieht neuer aus als das ganze andere Zeug. Ein Katalog für Industrieglühbirnen. Was hat der hier verloren? Da. Eine Glühbirne ist eingekreist. Das ist eine starke Birne. Okay. Oh. Ja, wir sind schon mal bewaffnet. Ash hat höhere Überlebenschancen. Und... Hey, 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 hey. Chris? Ist das dieser Kerl? Das würde ich vermuten, oder? Ich werde nicht gern beobachtet. Besser? Okay. Das ist besser. War das eine Live-Übertragung oder wie? Kann ich mir angucken, was der aufgezeichnet hat? Ernsthaft? Kann ich nicht. Uncool. Irgend so ein Mörder-Spanner-Geist. Da denkt man, gruseliger geht's nicht mehr. Oh! Shit! Cool. Hier sah die Wand irgendwie komisch aus. Achso, nur kaputt. Was war das? Huh. Ich würde sagen, der Turm ist gerade umgefallen. So, hier haben wir eine Tür. Warte, hier ist noch ein anderer Raum dahinter. Der ist riesig. Chris, ich glaube, ich will nicht weitergehen. Okay, Leute, echt spannend momentan. Ja, da wurde Sam vor der. Wo in aller Welt sind wir hier? Soll das ein Bild sein? Wusstest du von dem hier? Das ist ein komplett anderes Hotel. Ich hatte keine Ahnung davon. Ein Hotel auf dem Hotel. Hotelception. Das ist so alt, hier könnten doch Indianer irgendwo Totems versteckt haben, oder? Ich habe mein Limit auch erreicht. Ich habe doch nur versucht zu vergessen, dass letztes Jahr je passiert ist. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was Hannah sich gedacht hat. Ja, tja. Du weißt, wie das ist, wenn man sich in jemanden verknallt. Toll. Also im Grunde sagst du, wir hätten eine verletzliche Freundin in eine schlimme Situation gebracht und deshalb konnte sie gar nicht anders als weglaufen. Ja, irgendwie schon. Wenn du es wärst. Meinst du nicht, du wärst auch weggerannt? Ich meine, wer lässt sich gern verarschen? Mich verarscht hier niemand. Das denkst du. Was? Chris, wir haben sie voll lächerlich gemacht. Vor all ihren Freunden und ihrem Schwarm. Kann man jemandem noch was Schlimmeres antun? Ja, schon. Man könnte ihn töten.
Aber irgendwie findet man hier gerade echt wenig Hinweise. Oh nein. Was ist das? Sams Armband. Und sie nimmt dieses Ding nie ab. Ja. Schnell. Sie konnte wohl dieses Mal nicht anders. Da hinten ist etwas. Okay. Hey. Die hier. Sind die fake? Warum druckt jemand falsche Zeitungen? Das ist eine echt gute Frage. Filmrequisiten. Ich sag euch. Allmählich, ich glaube ich, dass da irgendjemand gerade einen Film dreht. Sowas wie Paranormal Activities oder irgend so ein Scheiß. Da versucht jemand, die gerade gewaltig zu verarschen. Auch gerade der Hinweis mit, mich verarscht keiner. Ich sag euch, weißt da du was? Dreht jemand einen Film. Ash. Nein, ich hab genug. Ich werde nicht noch tiefer reingehen in diesen Albtraum, Chris. Ashley, ich verstehe dich, okay? Ich habe wirklich auch echt Angst. Aber falls Sam da unten ganz allein mit einem Psycho ist und wir abhauen, dann könnten wir sie auch gleich selbst umbringen. Ja, er hat recht. Gott verdammt. Ashley, na los. Wieso hast du immer recht? Ich hab nicht immer recht. Tja, wo du recht hast, hast du recht. Ich will nicht recht haben. Ich will hier Nein. weg. Erst finden wir Sam. Gehen wir. Okay. Oh, wenn ich mich jetzt da anders entschieden hätte, ob das irgendwas geändert hätte, ob wir dann hier weggegangen wären. Das ist echt arschig Sam gegenüber gewesen. Aufpassen. Da hinten war was. Ja, genau das meine ich. Chris, ich habe wirklich kein gutes Gefühl bei der Sache. Was meinst du? Wir nehmen doch an, derselbe Kerl steckt hinter den Zeitungen und auch der Kamera, ja? Ja, ich glaube schon. Es ist... Anscheinend konstruiert er diese ganze Story für uns. Dann sieht er zu, wie wir rumlaufen, verängstigt und beobachtet uns, als wäre es ein krankes Experiment. Wow, das ist... Das ist ja... Das alles ergibt auf eine kranke Art echt Sinn. Ja, oder? Ja, durchaus, sag ich doch. Aber ich hoffe, dass Sam nichts passiert ist. Okay, hier gibt's nichts zu finden. Dementsprechend stiefeln wir mal hier geschwind weiter und werden wieder erschreckt. Da komme ich nicht mehr weiter, schade. Hui, was ist das? Aha. TV Light. Okay. Da hat uns jemand ab... Sieh mal hier, Chris. Sieht alles ganz schön kompliziert aus. Ja, Batterien, Timer. Da könnte sogar MacGyver-neidisch werden. Da wollte uns jemand gewaltig verarschen. Der hat TV und Timer nur für eine gewisse Zeit laufen lassen. TV und die Lichter. Ich finde es von Chris sehr mutig, dass er Ashley jetzt vorgehen lässt. Total geil. Und ich höre komische Geräusche. Mir am Arsch lecken, da gehe ich nicht weiter. So. Ne, hier gibt's auch nichts. No, 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 no. Außer ganz komische Geräusche.
und ein weiterer dunkler Raum. Gut, und wieder versperrt uns eine Türe den Weg. Und das will ich mir gerne angucken. Darf ich bitte? Danke. Oh shit, das ist ja echt reizend. Haken und Ketten. Oh Mann. Glaubst du, all dieses Zeug ist seins? Wenn die Washingtons nicht irgendwelchen schrägen Hobbys gefrönt haben, dann ja, wahrscheinlich. Also ich glaube immer noch, dass Josh nicht tot ist, Leute. Ich vermute, dass er und seine Familie, da sein Vater Regisseur ist, hier irgendeine kranke, perverse Scheiße im filmtechnischen Bereich abziehen. Sein Tod war irgendein Special-Effekt, weil er sich gedacht hat, dass ich mich für Ashley entscheiden würde, weil, ja, Rohr verlegen und sowas. Und wir haben vorher draußen einen Eimer Farbe gefunden. Das ist wahrscheinlich gar kein Blut, was an ihr dran klebt. Das sind wir. Yep. Ich meine, was ist das? Eine verdammte Todesliste? Gott! Ha. Das sind die Aktoren bei einem Film. Und diese Fleischerhaken sind echt fies. Sag mal, da fällt mir etwas ein. Fleischerhaken. Fleischerhaken, Fleischerhaken, Fleischerhaken. Das sagt mir doch was. Und zwar... Ist das sinnvoll an der Stelle? Ich glaube fast schon. Okay, da würde es weitergehen. Wir schauen uns jetzt erst einmal hier noch fertig um. Okay. Dann gehen wir da schnell rein. Okay. Hängt hier ein Haken. Da oben hängt ein Haken. Kann ich dem aus dem Weg gehen? Ich weiß halt nicht, ob das jetzt hier war oder nicht. Schauen wir mal. Hallo? Oh mein Gott. Echt? Oh was Gott. Hast du das wirklich getan? Chris, das ist vom letzten Jahr. Nicht ein kleines bisschen. Ach, komm schon. Sie hat das dumme Streich. Das ist irgendwie unangenehm, oder? Sie ist hier. Das gibt's auch noch auf Video. Sie ist da so... So was? Sie ist so aufgeregt. Hier ist Hannah. Und lebendig. Hey, Hannah. Sie hat keine Ahnung. Oh, ja, ja. Oh, scheiße. Oh mein Gott. Wow. Du warst damals wirklich begeistert davon. Matt? Was macht ihr denn hier? Ja, das tut dir, glaube ich, mittlerweile auch leid. Das ist grauenvoll. Ich fühle mich so mies. Scheint dir Spaß gemacht zu haben. Das ist doch das Schlimmste, oder nicht? Wir haben einfach nur Spaß gemacht. Es sollte doch lustig sein. Ja. Ich will dieses Video nie wieder sehen. Oh. Und Jumpscare. Jumpscare? Nein. Oh, Chris, 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 Chris. Was ist denn hier los? Ash, Ash, ganz ruhig, okay? Ich krieg das nicht hin. Geister und die Videos und jetzt, jede Sekunde komm fliegt runter, jemand rum. Hör mir doch einfach was? Mal zu. Komm runter? Wie soll ich das tun, Chris? Ich flippe gerade aus. Da zieht nur jemand seine Spielchen mit uns ab. Denk mal nach. Geister benutzen keine Kameras. Sie spielen keine Spielchen. Wer sollte es sonst gewesen sein?
ernsthaft? Sag mir das! Was weiß denn ich? Vielleicht derselbe wie eben im Schuppen. Vorhin mit Josh. Ja, klar. Derselbe Typ, der vielleicht auch Sam hat. Genau jetzt. Vielleicht hast du recht. Ich wünschte lieber nicht. So, Leute. Das reicht für den Part wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich bin jetzt wirklich ein absoluter Verfechter der Theorie, dass das gerade hier irgendwelche Filmpräparationen sind. Da macht irgendjemand gerade ein echt perverses Spielchen mit uns, dreht einen krassen Horrorfilm, weil der Vater ist ein Regisseur von einem Horrorfilm. Wir haben die Farbe, die blutrote Farbe gefunden. Wir haben diese Special-Effekt-Birne gefunden und. Also allmählich glaube ich wirklich, dass sich da jemand einen krassen Joke erlaubt. Aber werden wir mit Sicherheit herausfinden. Vielleicht irre ich mich ja auch komplett. Und ja, aber spricht gerade sehr viel dafür, finde ich. Was haltet ihr von der Theorie? Findet ihr die ist komplett schwachsinnig oder habt ihr auch sowas Ähnliches gedacht? Würde mich echt megamäßig interessieren. Schreibt es mal unten in die Kommentare. Und vielleicht können wir darüber diskutieren. So, vielen Dank erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr bewertet das Video und unterstützt das Projekt. Abonniert meinen Kanal, würde mich megamäßig freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!